Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das erste Video 2022. Heute wieder mit Finn und heute machen wir die Durchschlagübung. Hier gehen wir, laufen straight on. Auf eine Linie laufen, egal was kommt. Habe ich mir von Fritz abgeguckt. Und ja, wir würden jetzt einfach starten. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach und ja, laufen jetzt einfach straight da lang. Bis gleich. Leute, der Start. Es geht los. Eine Linie. Ich kann euch leider nicht einblenden, wo wir laufen. Vielleicht im Schnitt nachher. Ich versuch's. Wenn es nicht, dann ist es nicht übel, weil wir haben es gerade spontan geplant. Aber ja, wir laufen jetzt erstmal und wenn es euch gefällt, dann machen wir auch mal einen zweiten Teil. Diesmal aber mit GoPro Equipment. Let's go! Ja Leute, das erste kleine Hindernis überwunden, leider nicht gefilmt. Aber die nächsten Hindernisse, die zeige ich euch. Und jetzt heißt nicht umknicken, weil hier ist jetzt so ein Boden. Und die Schuhe, die ersten gefühlt 5 Meter, sehen schon gefühlt so aus. Ah, schmackhaft. So Leute, mir ist gerade eine spontane Idee gekommen, was wir machen. Wir machen heute, also wir machen jetzt ab dem Zeitpunkt mal einen Null-Counter. Zieht jetzt oben rechts und links den Maul-Counter. Bei jedem jetzt noch auf Null. Scheiße. Scheiße. Okay. Digga. Digga. Direkt Maul-Counter bei Lennox auf Eis, Digga. So bin ich am Arsch. Freunde, jetzt kommt das Hindernis. Hätte ich jetzt eine GoPro, könnte ich das viel besser für euch jetzt dokumentieren. Aber hier ist es sehr schlecht. Jetzt ist es sehr... Ah, geil, Alter. Fußballschuh gefunden. Also, Leute. Wer war hier am Kicken von euch? Wer hat hier... Der ist doch gar nicht... Also gut. Scheiß drauf. Auf jeden Fall. Du das da rein? Wir nehmen natürlich Klappe mit. Den nehmen wir natürlich mit, Leute. Sehr nett so. So, hier muss ich jetzt leider aufhören zu vloggen, zu filmen meine ich, weil hier, seht ihr ja, da müssen wir durch. Da ist die Linie. Okay, let's go. Oh fuck, Digga. Freunde, eine andere Perspektive. Jetzt sind wir jetzt schon durch. Das ganze Dorngestrüpp. Stehen jetzt hier, müssen aber gleich wieder ein Stück nach längs. Hier kann ich nicht durch. Ja. Finn, der versucht jetzt ja mal, nach drüben zu kommen und das filme ich jetzt mal und dann muss ich auch irgendwie nach drüben kommen. Das nächste Mal brauchen wir auf jeden Fall einen Kameramann. Das ist sicher. Oh, die Junge! Oh Gott, okay. Jetzt heißt es durch diesen Bach. Okay. Zählt es schon als Maul-Counter, Leute? Zählt es schon als Maul-Counter? Ich würde sagen, nein, okay. Jetzt würde ich sagen, Finn. Bruder, da kannst du reinstehen. Warte, ich in die Kamera. Lass nicht ins Wasser fallen. Also, jetzt ich erstmal hier diesen Schlammweg hoch. Jetzt kommt der Nox. Ganz easy. Ja, ist einfach rüber gesprungen. Und jetzt laufen wir erstmal bis nach da hier. Ungefähr. Hier also, wir müssen jetzt da hinten an dem Strommast. Da müssen wir jetzt wieder hin. Also, ciao. Wir sind bauen und leiden, mein. Thank you.
Leute, ein leichtes Problem. Finn hängt in den Dornen fest. Leute, wir tun gerade ein bisschen schummeln, weil da kommen wir nicht ran und hier ist die erste Möglichkeit. Aber wir gehen dann versprochen gleich wieder von da wieder ein Stück nach rechts, weil dort kommt man unmöglich durch. Die Linie halten, so gut wie möglich. Die Linie halten, Digga. So, aber jetzt gleich oben. Ich hoffe, er mault sich nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich, wenn wir beide oben sind. Leute, Finn hat sich gerade gemault. Hat, glaube ich, gerade sich eine Dorne in den Finger gerammt. Und ich habe gerade, er hat sich gemault, wo ich gerade aufgehört habe zu filmen. Aber ich glaube, braucht eine Pinzette oder sowas. Ist draußen, gut. Dann haben die Spider einen Counter für Hinmaulen. Perfekt. Leute, haben sie überwunden? Die sehen so ein Loch. Wahrscheinlich irgendwo von so einem. Oh! Wie viele Beleidigungen? Ja, ja, wie viele Beleidigungen? Digga, du musst irgendwo zählen, ey. Och, Digga. Alter, mich gerade erschrocken. Okay. Bin auf jeden Fall jetzt oben. Ja, ein zweites Problem. Dornen. Schon wieder. Das heißt, wir müssen schon wieder kurz cheaten. Aber. Aber. Wir sind wieder auf der Linie. Aber echt, wir sind halt echt wieder auf der Linie. Leute, wir sind wieder eigentlich auf der Linie. Weil von da. Wir hatten gerade noch so Glück, Leute. Also guckt jetzt und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Ja, ich ist jetzt eingeblendet. Wir haben es geschafft. Wir haben den Hügel überwunden. Jetzt nochmal kurz einen Blick auf das, was wir schon gemacht haben. Und noch dahin, wo wir noch müssen. Einfach freie Fläche. Das wird jetzt zwar geil, weil man einfach nicht so viel Anstrengung braucht. Die einzige Anstrengung wird aber sein, ist Laufen. Mit schwerem Gepäck hier. Ja, aber wir schaffen das. Und dann gibt es nachher schön Feuer, Alter. Oh, schön. So, Leute, wir schätzen gerade, wie viel wir schon gelaufen sind. Finn meinte gerade 200 Meter. Ich schätze mal, ich setze. Ja, 300 Meter. Ich hätte dich eins beraten, über einen halben Kilometer. Hab ich auch. 6,2. Ja, okay, das ist. Okay. 620 Meter. Gut, aber was ich auch noch sagen wollte, Leute, wir waren gestern auch schon unterwegs, haben eine kleine Bunker-Expedition gemacht. Fast. Haben eine. Hallo, Digga, halt mal deinen Maul jetzt kurz. Ja, ist doch gut jetzt. Haben eine kleine Bunker-Expedition gemacht. Ach nee, lecker. Und dann haben wir. Umrutscht. Haben wir auch wieder gemacht. Das blende ich jetzt hier mal ein. Ja. So, Leute. Wir wollen den Bunker hoch. Sonst krass nicht hin. Aber wenn ich ihn krass, dann haben wir es zumindest auf Video. An dem Nagel. Ich finde es auch oben. Normal. Muss Freunde immer dran denken. Pass auf, hier ist mies rutschig wegen Eis. Freunde immer dran denken. Vorsichtig beim Lost Days Expedition und nicht kaputt machen. So, Freunde, Finn, der versucht gerade runter zu gehen und es nicht mehr auf. Ach so, Finn, hast du eigentlich irgendeinen Instagram-Account oder YouTube oder so? Mich hat's gerade gemault. Ja. Jetzt müssen wir über den Graben. Ja, und wenn ich es noch nicht gemacht habe, um mehr von solchen. Er hat sich gemault, Alter. Er hat sich gemault. Nein. Er hat sich gemault. Ja, Leute, er will sich rausreden, er hat sich gemault. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert. Abonniert jetzt für mehr solcher Abenteuer. Und für mich solche Dullis wie wir. Abonniert ihn auf Instagram und lasst ein Like da. Auf das, dass wir noch eine größere Expedition machen. Digga, Scheiße! Scheiße! Du musst ihn ins Gras reingreifen. Er wird mal die Aufnahme noch ein Ding. Als du Lennox jetzt hingehauen, da unten an der Spur. Das haben wir auch gar nicht gesehen, dass ich die vorne habe. Also, Lennox kommt jetzt auch hoch.
Du musst ihn nicht. Sind deine Füße schon nass? Aber gar nicht, du musst auch mal. Bleib mal stehen. Den Boden spüren. Ich bleib mal stehen. Kennt euch ihn einfach? Ja. Ist das die Schuhe von den nass? Nein. Also die Schuhe von Lennox. Du musst auch mal den Boden spüren. Du musst doch mal den Boden fühlen. Spüren. Aber wir laufen jetzt vom FF den Weg ab. Nein, sind wir nicht. Wir sind halt überhaupt nicht auf der Linie. Ja. Nein! Wir müssen nach da! So Leute, wir leben auch noch. Auch gerade wieder aufs Feld rum. Und dann machen wir uns begeben. Und dann begeben wir uns schon mal zu. Warte. Begeben wir uns zu unserem Pauseort. Machen nach Feuer. Und überlegen uns, wie wir rüberkommen. Und wir haben uns gerade eine Idee gekommen. Ab einer gewissen Abonnenten-Special muss ich noch überlegen, ab welchem machen wir so eine Durchschlagübung mit Übernachtung. Und als noch heftigeres Abonnenten-Special machen wir mal eine Fahrradtour. Hock dir nur rum, ey. Ach, ey, das kann. Digga, das kann doch jetzt nicht sein, Mann. Alter, ich lieg so hier. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Also, Lennox liegt wieder. Wir müssen aufpassen, wenn ich rückwärts laufe, sonst nehme ich auch nicht mal. Wow. Oh. Scheiße. Ah. Noch nicht gemault. Ey, wir werden jetzt so mit diesem Video, ey. Also Schuhe wieder nach 2 Minuten 5 Kilo schwerer. Genau deswegen ist es doch. Aber die Schuhe, Leute, die Schuhe machen auch so einen Scheiß halt. Aber so. Leute, das ist doch ein Abo wert, oder? Lasst es mal bitte ein Abo da. Und Liebe auf diesem Kanal. Das wär doch geil, Leute. Also, wir sehen uns dann wieder am Platz bei der Pause. Bis gleich. Also, Lennox schon wieder das vierte Mal auf die Fresse geflogen. Wieder am gleichen Acker. Also, wieder an so einem Acker. Ich weiß nicht, was er hat, aber diese... Leute, wie findet ihr meine Schuhe noch? Wegen den haust du dir jetzt auf die Fresse. Guckt. Das ist ein Rucksack. Da hängen einfach Dreckklumpen. Aber die Schuhe, echt extrem. Also eine kleine Drecksau bin ich. Ich hier. Also muss es sein. Oder? Also, so, gleich sehen wir uns wieder am Platz. Ciao. Klappe, die fünfte Länder hat sich das fünfte Mal auf die Fresse gehauen. Nur einmal, Alter. Das kann doch nicht sein, Alter. Was hat Typ denn? Der Typ ist körperlich benachteiligt. Als Maul, ich rede einen Scheißdreck mit dir. Seine Schuhe, kann man denken, ist einfach ein Acker. Also hier an dem kaputten Baum machen wir jetzt Pause. Also bis gleich. Also erstmal hier Pause. Er sieht aus. Leute, guck mal. Ist ein Rucksack. Guck mal. Boah, hier ist so rutschig. Fuck, Alter. Guck dir das an. Da hängt Dreck drin. Sieht richtig gut aus. Scheiße. Also, da müssten wir eigentlich rüber. Da war früher hier mal ein Baumstamm. Genau da müssten wir drüber. Da lag früher ein Baumstamm, der war jetzt unter Wasser. Freunde, wir cheaten gerade. Beziehungsweise nicht cheaten, wir laufen draußen auf einer Linie. Aber wir müssen auf die andere Seite kommen. Und da ist ein Fluss. Und der ist tief. Beziehungsweise knietief, würde ich sagen. Und da Winter ist, werden wir das definitiv nicht machen. Ja. So, jetzt wisst ihr gerade, wie es aussieht. Mann, aber ich muss noch da rein.
Genau da müssen wir eigentlich rüber. Und jetzt latschen wir gerade an die Brücke. Genau, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier wieder nochmal auf dem Weg Richtung Brücke. Und jetzt kann ich mal ein kurzes Fazit erzählen, weil wir jetzt mal machen wollten, eine Durchschlagübung. Das ist heute schon echt heftig mit dem Gepäck noch. Sehr viel hat 3-4 Kilo Holz dabei. Also ja, wie er gerade gesagt hat, 3-4 Kilo Holz, das stimmt. Dann noch andere Sachen wie Buschbox habe ich dabei, Messer, er hat eine Axt dabei, lauter Sachen. So, würden wir jetzt einen Biwak machen, dann würde ja noch dazu kommen, wie bei mir eine Plane oder ein Einmannzelt, Schlafsack, Biwaksack bei ihm, bei mir vielleicht bald auch, Isomatte, würde ja auch noch dazu kommen. Und also, das ist echt krass. Hätte ich jetzt echt, also ich wusste schon, dass es hart geht, aber dass es so hart geht, hätte ich jetzt absolut nicht gedacht. Aber ich muss mal kurz Pause machen, weil es vorhin sind Menschen, die gucken schon blöd an. Ja, bis gleich. Also, wir sind wieder auf der Linie, da hinten war die Brücke. Wir müssen jetzt über den Graben springen. Wir haben unsere Rucksäcke rübergeworfen. Ich bin drüben. Wenn Lennox ins Wasser fliegt, dann ist es auf Video. Also, komm. Los. Was kannst du eigentlich? Ich wollte noch zurückziehen und dann dachte ich so, in this moment, I knew, I fuck up. Nein, scheiß. Wir machen jetzt mal ein Feuer und trockne dich ein bisschen. Wir machen jetzt Feuer, oder? Also sind sie wieder beim Feuer. Ciao. So Leute, ich trockne mich jetzt gerade und das perfekte Ende des Videos. Danke fürs Einschalten, Leute. Ihr seht, ich dampfe auch noch richtig. Ja, laufen gleich zurück, ja. Ja, Freunde, ihr habt es ja gerade gesehen, die Aufnahme ist gerade ein bisschen kurz gewesen. Ihr habt gesehen, dass ich mich am Feuer abgetrocknet habe, gewärmt habe. Ja, wir sind auch heimgelaufen. Ich blende euch jetzt noch hier, oder gleich blende ich euch nochmal die ganze Karte ein, wie viel wir auch gelaufen sind. Ja, wenn ihr Bock habt auf eine größere Tour, schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich versuche jetzt regelmäßiger Videos hochzuladen. Das Video ist auch ein Monat her, tut mir sehr, sehr leid. Mein Schnittprogramm hat einfach in der Zeit den Geist aufgegeben, sage ich jetzt mal. Jetzt dürft eigentlich alles wieder laufen. Ich hoffe einfach. Und ja, ich beende jetzt auch die Aufnahme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, euer Lennox.